Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch. Ja, ich wollte eben nur Unboxing machen, habe Unboxing mit Hardware, alle den Emil macht, zu dem Bluetooth-Lautsprecher. Wir wollen jetzt den Bluetooth-Lautsprecher verbinden, uns die Qualität anhören. Aber für die, die jetzt dazu geschaltet haben, werde ich, also die das Unboxing nicht gesehen haben, werde ich euch nochmal zeigen, was alles inbegriffen ist. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen, weil mir der netterweise zur Verfügung gestellt wurde. So, wir bekommen einmal praktisch den Bluetooth-Lautsprecher an sich. Ihr bekommt ein USB-C-Ladekabel für schnelles Laden. Ihr bekommt eine kleine Antenne mit Klinkeanschluss. Ja, die kommt an der Seite ran. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ihr sie benutzen wollt. Ich werde sie nicht benutzen. Und dann haben wir noch eine VIP-Karte und noch eine andere Karte und eine Anleitung, die wir im Prinzip nicht brauchen werden, weil das im Prinzip eigentlich immer selbsterklärend ist. So, ich räume jetzt mal das alles hier weg und ich zeige euch noch mal. Oh, der hält gut. Selbst hier auf meiner Tischmatte hält er gut. So. Aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch den nochmal. Von den Tasten her haben wir alles ringsherum aufgebaut, damit wir, wenn man mit dem Saugnapf an der Wand haben, ja, dass wir alles von vorne bedienen können. Auch die Uhr ist vorne dran. Achso, der Karabiner, den habe ich vergessen zu erzählen, den habe ich schon rangemacht. Der ist auch mit bei. Damit ihr euch einen Gürtel hängen könnt oder so. Unten zentral ist der Ein- und Ausschaltknopf. Lauter, leiser. Das war Plus, nee, Play und Stopp. Und das war M. Da müsste ich vielleicht doch nachlesen, was M mal ist, aber ich denke, das war irgendwie für Radio. So, wenn man anschalten. So ist er an. Ich habe jetzt auf blauem Licht, auf türkisem Licht. Nee, das ist das weiße. Nee, der ist pulsierend. So können wir jetzt hier nämlich ein paar Mal drücken und so die Farben durchgehen. Ihr könnt noch einen Rainbow-Effekt reinmachen, also praktisch, dass es pulsiert, dass die Farbe immer wieder wechselt. Im schnell und in langsam. Aber ich finde Türkise eigentlich am schönsten. Aber ich mache mal für euch. Mache ich mal das, wo die Farbe schneller durchgeht. Dass ihr das seht, dass da was passiert. So, ich mag mein Türkis. Uhr habe ich schon gestellt. Die Uhr hat eine 24-Stunden-Anzeige, also auch 18 Uhr, 19, 20 Uhr und nicht nur 8, 9 und so. Das wird hier vernünftig angezeigt. Ihr habt auch eine Weckerfunktion drin, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und wir werden jetzt mal den versuchen zu verbinden. Bluetooth blinkt auf. Ich muss dafür erstmal in die Alexa-App. Geräte, Flur, Echo Dot Flur. Ein Bluetooth-Gerät verbinden. Steht gleich ganz oben. Ich zeige euch das mal. Also praktisch, ich habe mein Echo ausgewählt. Und dann steht hier oben gleich ein Bluetooth-Gerät auswählen. Da drücken wir rauf und dann sucht er. LG S14. Das ist er nicht. F24. Ja, Modellnummer F24, genau, steht nämlich unten auf dem Aufkleber drauf. Da habt ihr so die wichtigsten Daten und da steht dann Modellnummer. Oh,
Ich hoffe, der Fokus ist vernünftig. Da steht die Modellnummer F24, also F024 oder so. Und das ist auch bei allen anderen Bluetooth-Geräten. Danach müsst ihr euch richten. Wenn ihr ein Bluetooth-Gerät sucht, dann könnt ihr auch das richtig erkennen. F024 nehme ich jetzt. Ich halte es euch mal hin. Mit F024 verbunden. Jetzt habt ihr... Da du gekoppelt bist, kannst du das nächste Mal einfach sagen, verbinde meinen Lautsprecher. So, ich habe jetzt auf Stufe 30. A-Punkt hat gerade gesagt, ich kann beim nächsten Mal mit verbinde meinen Lautsprecher verbinden. Ich mache das jetzt einfach mal aus. So. Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Ich habe heute schon einige Runden in der Cloud gedreht. Wie geht's? Danke der Nachfrage. Ich habe heute schon einige Runden in der Cloud gedreht, bin also ausgepowert und zufrieden. Einen schönen Donnerstag dir. Wie wird das Wetter in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur... Warte mal, das ist... ...bei überwiegend bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt eine wechselnde Bewölkung voraus, mit einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefsttemperatur von 16 Grad. So, den brauchen wir nicht ganz so laut. Wie macht der Hund? Das könnte deine Frage beantworten. Laut Wikipedia, der Haushund ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Art zugeordnet wird. So. Also das funktioniert. So, ich musste mal einen Cut machen, weil das alles ein bisschen lange gedauert hat, weil der das nicht so spielen wollte, wie ich wollte. Ich habe jetzt Nemesis in eine Playlist gemacht und irgendwie Google erkennt das, aber Amazon erkennt das nicht. Und jetzt habe ich verschiedene Aussprachen von Nemesis versucht, bis das wohl geklappt hat. In der Hoffnung, dass es jetzt auch klappt. Wir werden jetzt nochmal versuchen. Bei Nemesis habe ich die Freigabe, da darf ich Musik spielen. So. Wir starten ja jetzt schon. Ich hab doch gar nichts gemacht, aber das ist Nemesis. Alte Wunden, ich hab doch noch gar nichts gesagt. Löschen. So. Nee, falsche Wort. Moment. Müssen kurz warten. Spiele Nemesis auf Spotify. Nemesis von Rülz von Spotify wird abgespielt. Was, schon wieder? Nein. Eben hat es geklappt. Spiele Nemesis auf Spotify. Songs von Sarah Nimitz werden von Spotify abgespielt. Ich wollte mich doch verarschen. Es hat eben geklappt. Ich habe es fünfmal getestet extra. Um euch das zu zeigen, bei Nemesis halt, weiß ich nicht, Nemesis macht da immer irgendwelche anderen Sachen. Spiele meine Playlist Nemesis auf Spotify. You like Songs von Spotify. Ich habe nie gesagt, mein Leben. Gut. Wartet, jetzt habe ich aber meine Playlist, scheißegal. So, was ist das? Berliner Weiße. 3 Meter Feldweg. Störte Priester. Ich mache jetzt. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Warte mal, ich kann doch einfach Spotify öffnen, dann müsste ich doch auch
die Geräte sehen, die gerade drauf zugreifen und was gespielt wird, genau. Echo Dot. Und da nehmen wir jetzt einfach mal. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? 36. Oh. So, habe ich jetzt Nemesis einfach auf Spotify geöffnet. Ich habe gedacht, ich kann es euch noch zeigen, wie es so funktioniert. Weil manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ich habe jetzt volle Pulle. Ah! Ich teste das jetzt nochmal. Also für so ein kleines Ding hat er irgendwie Bums, muss ich sagen. Mensch, mach doch weiter. Ja, alle doppelt und dreifach. Ja, jetzt aber. So. Jetzt weiß ich, ob es vorgeht oder nicht. Ja, ich sehe, dass es hin und her schwingt. Ich versuche jetzt mal nur das Album direkt aufzumachen. Zurück. Vor. Funktioniert. Pause. Play. Na, da können wir dann die Uhrzeit einstellen. Okay, weil man kann zwischen Radio und Echo hin und her schalten und der Echo schaltet ziemlich schnell wieder zurück. Ich zeige euch das nochmal. Ich mache jetzt einmal auf Radio. Jetzt hört er da. Und jetzt schalte ich wieder zurück. Und schon wieder da. Also die Umschaltzeit ist super. Was halt immer ein bisschen nervig ist, dass ich dann wieder hoch machen muss vom Sound, aber na, 19 ist okay, wenn die Kinder hier sind und so. Mach doch was hier. Also wenn die Kinder da sind, ist es schon ganz gut, dass denen hier nicht gleich die Ohren wegpfeffern, wenn Papa seine Musik wieder hört. Finde ich ganz cool gemacht. Auch die Übersicht. Ich habe hier noch die Folie drauf. Ich lasse diese Schutzfolie lasse ich immer drauf, bis er abgeht. Wir haben alle geschützt. Wir haben einen dicken, fetten Saugknopf. Schieben. Also, ehe der hier abgeht, hebe ich eher den Tisch damit an. Ich zeig euch das mal. Ich kann jetzt nicht weiter hochheben. Oh Gott. Oioioioi. Also der sollte fest sein. Also wenn man den an die Wand, an die Fliese macht,
glaube ich eher weniger. Bei der Kraft, die ich gerade aufwenden musste, dass der freiwillig abgeht. Werden wir ja sehen. Ich werde ihn gleich ranmachen und nachher die Videos bearbeiten. Vielleicht sage ich ja dann in der Bearbeitung schon, jo, der ist schon immer runtergefallen oder so. Also dann jetzt am Ende hier noch, wenn noch was kommt am Ende, dann sowas. Ja, dann würde ich sagen, wartet jetzt mal. Ich werde das Video mal zusammenschnippeln. Ist ein bisschen chaotisch geworden. Ich werde ihn jetzt testen und dann mal gucken. Ein wunderschön zurück. Da bin ich schon wieder, euer Odin. Ich habe gerade das Video bearbeitet. Es ist jetzt Sonntag, 10 Uhr noch was. Wir machen heute mal gerade Mittagbrot. Ich habe das Video bearbeitet, bin jetzt so relativ fertig und schneide jetzt natürlich hinten ran noch die Erfahrungsberichte. Weil ich habe es jetzt den Lautsprecher ein bisschen benutzt. Und so an der Wand, also so trocken an der Fliese hat er für eine gewisse Zeit gehalten, aber nicht so lange, also Stunde, 2 Stunden, 1,5 Stunden so in dem Dreh. Aber wenn du den Saugnapf nass machst und dann gegen die Fliese machst, dann hält er länger. Da hat er jetzt so bis hat er so ein. Ich habe einen Vormittag ran gemacht. Also bis Mittag rum. Also schwer zu sagen. 11, 12, 13, 14, 4, 5 Stunden. 4, 5 Stunden hat er gehalten. Und das ist aber auch abgefallen. Und jetzt nehme ich ihn mal ab und habe ihn oben drauf gemacht. Also wenn die Saugfläche was nass gemacht wird und an die Fliese ran, hält er länger. In der Badewanne direkt habe ich noch nicht getestet. Das werde ich jetzt demnächst noch testen. Oben am Wandrand einfach machen. Weil meine Fliesen sind auch ein bisschen doof. Die sind nicht glatt. Die sind so ein bisschen. Also die sind so von der Fläche her sind die glatt, also wirklich glatt, aber wenn man die Fläche guckt, ob sie gerade ist, ist sie halt nicht ganz gerade, dass so ein bisschen wellig ist das alles. Vielleicht liegt das daran, ich werde euch auf dem Laufenden halten, das war mit dem kurzen Zwischenfeedback, also beim Baden macht sich gut mit dem Ton, aber da musste ich deutlich runterdrehen, weil im Badezimmer viel, viel lauter rüberkommt als jetzt hier im Wohnzimmer. Ich konnte Pi-Punkt, konnte ich halt trotzdem noch Kommandos geben, alles drum und dran, weil ist ja gleich hinterm Schlafzimmer, hinterm Badezimmer praktisch an der Wand der Echo. Und da läuft alles super. Kann ich mich nicht beschweren. Also läuft alles wunderbar. So, nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.